Alexander Walzel ist Social Media Star. Besser bekannt unter Aquamarin zählt er zu den erfolgreichsten YouTubern Österreichs. Vor 8 Jahren landete sein erstes Video im Netz. Heute folgen ihm über 126.000 Follower. Aquamarin produziert Videos, designt seine eigene Modelinie und singt auch noch. Zu hören im Kinofilm The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Aquamarin, ab sofort zu sehen auf LT1. Es ist gerade Kamera auf Kamera, denn ich habe gerade das LT1-Team bei mir. Hi, Aquamarin ist wieder da. Wer sich auf sozialen Netzwerken und ganz besonders Instagram herumtreibt, der kennt es. Es wimmelt überall nur von perfekten Fotos und perfekten Selfies. Dabei ist es gar nicht so leicht, das perfekte Selfie zu machen. Ein Foto, das von sich selbst meist mit der Handykamera aufgenommen wird. Von sich selbst. Also, wie ein Porträt. Alle lieben Selfies. Alle machen Selfies, aber nicht jedes Bild wird zum perfekten Selfie. Und wieso sehen die Selbstporträts von Stars wie Kim Kardashian oder Selena Gomez in den sozialen Netzwerken eigentlich immer perfekt aus? Was ist das Geheimnis der Promis und wie bekommt ein Otto Normalo das perfekte Bild von sich hin? Ich zeige euch einfache Tipps und Tricks, mit dem euch ganz bestimmt das perfekte Selfie gelingt. Nummer 1, ganz wichtig, ist bei Fotos generell das Licht. Am besten ist natürlich Tageslicht, also rückt euch ins richtige Licht und schon seid ihr einen Schritt weiter zum perfekten Selfie. Nummer 2, die Perspektive. Der richtige Winkel ist ein weiterer wichtiger Faktor, um ein gutes Selfie zu machen. Einige Perspektiven lassen einen sehr unvorteilhaft wirken. Bilder, die von unten aufgenommen werden, können einem zum Beispiel ein fieses Doppelkinn verpassen. Also immer im richtigen Winkel bleiben. Angenehmer wirken Selfies, die leicht von oben aufgenommen wurden. Und Nummer 3, achtet auf euren Gesichtsausdruck. Obwohl Duckface und Schmollmund immer noch beliebte Posen sind, vermeidet ihr diese besser. Ein schönes Lächeln ist meistens die beste Variante für ein Selfie. Findet eure Schokoladenseite und setzt euch in Szene. Also ihr seht, Selfies sind noch längst nicht out und bei manchen Influencers werden die Fotos sogar richtig, richtig ernst genommen. Ich persönlich mache meine Selfies fast ausschließlich mit einer Spiegelreflexkamera und bearbeite die dann im Nachhinein noch eine gewisse Zeit lang, um wirklich das perfekte Foto von mir hinzubekommen. Aber mit meinen Tricks wird auch euer Instagram zu eurer neuen Visitenkarte. Also probiert es gleich aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Until then, bye!